Wir wissen alle, wir sollten viel trinken, besonders im Sommer, wenn es sehr heiß ist. Ja, man sagt so im Schnitt 2 bis 2,5 Liter pro Tag. Kommt natürlich auch immer darauf an, was man genau macht, also wie viel körperliche Anstrengung man hat. Also ob man sich sehr viel sportlich betätigt, einen sehr anstrengenden Job hat oder auch wie groß man genau ist. Ja, das fällt nicht jedem leicht, immer Wasser zu trinken. Es gibt da aber verschiedene Methoden, wie man sich trotzdem, auch wenn man nicht so viel trinkt, sehr gut motivieren kann. Und zwar, was man natürlich schon überall hört, dass man sich vielleicht eine schöne Flasche aussucht oder ein schönes Glas oder so, wo man Wasser reinpackt. Ich zum Beispiel habe mir gerade letztens, ist noch nass vom Wasser, was da drin war, diese von Voss, diese Flasche gekauft. Das ist ein Wasser aus Norwegen, irgend so ein spezielles natürliches Wasser. Ich fand das Wasser grauenvoll, das hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Ich fand es schrecklich, aber ich habe es mir ja auch, ist ja auch total überteuert. Ich habe es halt gekauft wegen dieser Flasche. Ich hätte es aber lieber gehabt, wenn das auch noch eine Glasflasche gewesen wäre. Allerdings ist es das nicht, aber es stört mich auch nicht. Ich mag diese Flasche. Ja, aus der trinke ich momentan sehr, sehr gerne. Dann habe ich noch eine Siegflasche, die ich hier gerade nicht habe oder die eigentlich für Tee gedacht ist. So eine Flasche zum Warmhalten. Die nutze ich auch recht gerne. Das ist jetzt eine von Butlers mit Mickey Maus drauf. Aber ja, die nutze ich auch recht gerne. Da kann man auch besonders gut, weil man die ja so groß aufschrauben kann, kann man auch gut im Sommer vielleicht mal Eiswürfel reinpacken. Was ja bei vielen Öffnungen eben nicht geht. Sonst tut man das Wasser auch einfach ins Eisfach und hat dann nach einer Viertelstunde eiskaltes Wasser. Ich zum Beispiel habe ungern zu Hause am Schreibtisch oder Computer eben ein Glas stehen, weil dann habe ich das Gefühl, wenn das umkippen sollte, gibt es ein riesen Chaos und eine Sauerei und mir geht alles Mögliche kaputt und eventuell ist noch Technik daran beteiligt, die danach hinüber ist. Deswegen lieber Flaschen, in meinem Fall, finde ich. Allerdings hatte ich in meinem Praktikum zum Beispiel am Computer immer ein Glas stehen und zwar nur ein Glas, weil dieses Glas hat mich dazu animiert, auch mal aufzustehen, sonst hätte ich fast 8 Stunden am Stück am Tisch gesessen und mich nicht bewegt und das geht auch nicht gut. Dann habe ich Bewegung, weil ich dann mein Glas ausgetrunken habe und dann muss ich los, mir was Neues holen. Das ist auch nochmal eine Methode, dass man, wenn man sich ein Glas hinstellt und zwar nur ein Glas und keine Flasche daneben, dass man sich so dann animieren kann, auch mal aufzustehen. Und ja, dadurch bin ich auch öfter aufgestanden, habe mich mehr bewegt. Und das hat mir auch körperlich gut getan. Ich habe es gemerkt, als wenn ich, wie teilweise hatte ich das am Anfang des Praktikums, einfach stupide am Computer gesessen habe. Da ging es mir irgendwann auch körperlich, war ich einfach eingerostet. Ja, sonst aber so im Alltag und zu Hause habe ich gemerkt, je mehr ich an Getränk mir hinstelle, je mehr trinke ich auch automatisch. Weil wenn ich jetzt unterwegs, sagen wir mal, so eine kleine Flasche mitnehme oder ich nehme eine so eine riesengroße halbe Liter mit, trinke ich anders. Weil wenn ich beispielsweise eine kleine Flasche habe, dann sage ich für Notfall, wenn ich was haben muss, dann habe ich noch was übrig und dann trinke ich den halt peu à peu und teile sie mir auf. Bei einer großen Flasche weiß ich, da kann ich auch was trinken. Als Beispiel, ich war bei meiner Oma, habe mit ihr was gespielt. Wir haben Stadtland Plus gespielt. Irgendwie 2 Stunden haben wir da am Tisch gesessen. Natürlich nicht durchgehend Stadtland Plus gespielt, uns auch unterhalten. Und ich habe anfangs was zu trinken geholt. 2 Gläser Wasser, so groß ungefähr. Und dann dachte ich ja, entweder ein Glas Wasser trinke ich, verteilt auf diese ungefähr 2 Stunden. Oder ich hole mir noch eine Kanne und fülle die mit Wasser voll und stelle die daneben. Der Vorteil ist, ich wusste genau, bei Stadtland Fluss stehe ich jetzt nicht unbedingt mittendrin auf, das geht nicht. Dann würde ich mir dieses eine Glas Wasser einteilen und sagen, gut, dann habe ich das. Aber wenn ich mir die Kanne Wasser hinstelle, dann weiß ich, ich kann dieses Glas Wasser austrinken und sofort nachfüllen. Das heißt, ich muss nicht aufstehen, ich habe keinen Aufwand. Auch beim Fernsehen ist es eine gute Methode, sich einfach kein Glas hinzustellen, sondern eine gesamte Kanne oder eine Flasche, je nachdem. Und am Ende dieser Zeit, als wir das dann beendet haben, war wirklich diese Kanne leer. Meine Oma hatte ihr Glas ungefähr leer, hatte ihr Glas leer getrunken und ich hatte diese gesamte Kanne leer getrunken. Das ist auch nochmal ein gutes Zeichen dafür, dass man einfach
wenn mehr da ist, dann trinkt man auch mehr. Oder wenn man viel unterwegs ist, nimmt man eine größere Flasche mit und will einfach sein eigenes Gewicht an, was den Tascheninhalt betrifft, reduzieren. Und ein Liter ist ja gleich ein Kilo. Wenn man eine große Flasche mitnimmt, dann trinkt man sie auch vielleicht eher aus. Was ich aber auch manchmal ganz gerne mache, wenn ich einfach keine Lust auf Wasser habe oder einfach was mit Geschmack möchte, mache ich auch manchmal ganz gerne mir eine Gemüsebrühe. Hier klare Gemüsebrühe. Ganz banal. Da habe ich hier dann eine Kanne so, die nutze ich ganz gerne mit einem Holzlöffel zum Umrühren. Ja, der hat sich auch schon eingefärbt. Und dann trinke ich diese Kanne auch recht schnell leer. Es ist recht salzig und mit Geschmack. Allerdings ist gerade das mit dem Salzen Thema. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, dass zu viel Salz zu viel Trinken ungesund ist und auch lebensbedrohlich sein kann. Ja, das ist eher, nicht unbedingt ein Mythos, aber das ist die, wenn man es falsch macht. Klar, je mehr man trinkt, je mehr spült der Körper auch an Salzen, Elektrolyten und aus dem Körper raus. Und irgendwann ist der Elektrolythaushalt auf einem Level so weit runtergewirtschaftet, dass es nicht mehr gesund ist. Auch wenn man viel schwitzt und so, wenn man wirklich viel schwitzt, hat man auf der Haut so einen salzigen Film, so eine salzige Oberfläche und es ist salzig so ein bisschen. Weil man ja auch dieses eigene Salz ausschwitzt. Da hilft ein bisschen Salz zu sich zu nehmen, auch einfach ganz banal ein paar Salzkörner, wenn man wirklich sehr, sehr, sehr viel trinkt im Sommer, wenn es sehr, sehr, sehr heiß ist. Oder halt eben Gemüsebrühe hilft da auch, weil Gemüsebrühe, also einfach so ein Brühwürfel in Wasser rein. Dadurch, dass die im Gemüsebrühe auch ein bisschen Salz mit enthalten ist, hat man dann natürlich da dann auch etwas für den Elektrolythaushalt. Ja, viel trinken ist immer wichtig. Ich selber tue es nicht immer, aber immer wieder öfter. Und ich habe festgestellt, manchmal kann ich auch wirklich nicht viel trinken. Es gibt Tage, da tue ich es nicht, das ist auch okay. Aber es gibt auch Tage, da trinke ich so viel, da trinke ich und trinke ich und trinke ich. Und so viel wie in meinem Praktikum habe ich noch nie über einen wirklich längeren Zeitraum getrunken. Weil ich bin dann immer aufgestanden, habe mir ein neues Trinken geholt und hatte mir eine Flasche Wasser in den Kühlschrank gestellt. Und das hat auch irgendwie gebracht. Das hat mich motiviert und ich wusste, ich will was trinken. Und ich habe auch gemerkt dort, die hatten verschiedene Gläser. Ich habe eine Sorte Gläser lieber genommen als eine andere Sorte Gläser. Also man sollte schon gucken, auch woraus man trinkt und was man halt zum Trinken nimmt. Zum Beispiel Wasser. Nicht jedes Wasser ist gleich. Vielleicht mag der eine das Leitungswasser von sich zu Hause am liebsten lieber. Irgendein Wasser, was man kaufen kann, eine bestimmte Sorte. Also ich liebe ja Leitungswasser. Wie macht ihr das? Wie motiviert ihr euch zum Trinken? Habt ihr da eventuell noch eine Idee, eine Methode? Und ja, viel trinken ist wichtig, besonders im Sommer. Aber wenn man mal weniger trinkt, dann ist es auch kein Beinbruch. Man sollte einfach nur so weit darauf achten, dass man eben genug trinkt. Klar, man kann beispielsweise, machen viele auch morgens ein großes Glas Wasser, weil man ja über Nacht über die 8 Stunden, klar, man hat auch nichts gemacht, aber man hat über 8 Stunden lang nichts zu sich genommen. Und da dann den Körper nochmal mit Wasser auffüllen, gibt auch nochmal so einen extra Kick morgens. Aber manchmal gibt es Tage, da schaffe ich es. Manchmal gibt es auch Tage, da kriege ich das einfach nicht runter morgens. Mal so bei mir. Also ich poche da jetzt nicht drauf, dass ich hundertprozentig immer wirklich mehr als genug trinken muss. Aber genug trinken ist wirklich wichtig und auf jeden Fall Wasser und einfach Flüssigkeit zu sich nehmen. Aber bevor man gar nichts trinkt, denke ich, sind auch Softdrinks in dem Sinne okay, weil sie enthalten ja auch Flüssigkeit. Was trinkt ihr am liebsten? Habt ihr vielleicht ein Wasser, wo ihr sagt, das schmeckt mir total gut, davon kann ich literweise trinken. Also das Hamburger Leitungswasser ist ja extrem gut, ich liebe es. Vielleicht hat es euch ein bisschen motiviert, mal was zu trinken, ein bisschen mehr zu trinken. Oder euch anstelle einem Glas Wasser vielleicht einfach mal eine Kanne noch daneben zu stellen. Weil das motiviert einen wirklich, weil man muss wirklich nicht aufstehen, sondern einfach nur diese Kanne nehmen und nachfüllen. Weil man trinkt wirklich was, habe ich festgestellt. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss! Meine Lieben, was ist das? Angefangen habe ich hiermit. Oh Gott.
Was könnte das sein? Splitsdings, Men in Black, weißt du? Ich weiß nicht mal ansatzweise, wofür das sein sollte.